Heute sind wir am Tegernsee in Gmund und wisst ihr, was da ist? Wir haben eine ganz tolle Veranstaltung in der Büttenpapierfabrik Gmund. Zu der Inhaberfamilie gehört Irina Kohler, die auch CEO-Mitglied ist. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute hier zu Gast sind und haben schon ganz tolle Dinge in der Fabrik gesehen. Ja, vielen Dank, liebe Irina, dass wir kommen durften. Willst du vielleicht was über das Unternehmen sagen? Liebe Christina, willkommen. Ich bin sehr froh, dass so viele Mitglieder uns besuchen und kamen speziell aus Hamburg. Willkommen. Die Fabrik gehört seit 1904 die Familie Kohler und wir produzieren nur spezielle Papier, wie ihr seht jetzt, diese farbige Papier für intensive und erfolgreiche Kommunikation für die Firmen, obwohl auch privat. Toll. Ja, und dann seid ihr eigentlich richtig bekannt, wurde doch, glaube ich, Gmund durch das Schöpfen des Büttenpapiers, oder? Das auch, obwohl es ist nicht mehr so populär, Handschöpfen zu machen und es ist nicht so produktiv. Aber ich sag dir, was jede Deutsche oder jede Person in der Welt kennt, das sind diese Oscar-Umschläge, diese goldenen Oscar-Umschläge. Ja. Das kam aus unserer Fabrik. Aus eurer Fabrik, das ist toll. Und das Unternehmen gibt es dann seit? Seit 1829. Toll. Ja. Und das war natürlich zuerst handgeschöpft und dann endlich mal im 1883 haben wir die erste Papiermaschine gebracht, direkt geliefert aus Berlin. Ja. Und die Maschine läuft noch. Ja, Wahnsinn. Das ist die älteste Papiermaschine Europas. Ja. Das war eine Sensation, als ob ein UFO bei euch gelandet. Ja, 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 toll. Und diese UFO noch funktioniert. Ja, und das funktioniert noch und wir haben diese Maschine sogar gesehen. Konnten dort keinen Film machen, weil es dort viel zu laut ist. Also es ist ein Wahnsinn, diese Fabrik. Herzlichen Dank, liebe Irina. Aber gerne und willkommen in unserer Papierfabrik Gmund und wir zeigen gerne die ganze Produktion und was wir aus diesem Papier machen können. Vielen Dank. Dankeschön.